Das neue Compendium ist draußen für den Herbst 2015. Neben dem International gibt es ja jetzt jedes Jahr auch die Major Tournaments, also große Tournaments, die in Zusammenarbeit mit Valve veranstaltet werden. Und das nächste findet in Frankfurt statt. Ich muss nochmal genau nachgucken, hab's schon wieder vergessen. Vom 16. bis 21. November in Frankfurt. Und auch für dieses Turnier kann man sich wieder ein Compendium kaufen, ähnlich wie bei International. Ich habe ein bisschen die Informationen zusammengetragen, was im Compendium drin ist, was man dieses Jahr bekommen kann, was man sich freispielen kann und so weiter. Das ist alles nicht so direkt offensichtlich. Ich musste da selber erst ein bisschen durchsteigen und kann euch mit diesem Video hoffentlich ein bisschen den Durchblick erleichtern. Also man kann direkt zum Start schon mal zwei Varianten kaufen. Entweder Level 1 Compendium für 3,99 US-Dollar oder 9,99 für das 25er Compendium. In Euro sind das ungefähr 3,50 Euro und 8,50 Euro, die man tatsächlich bezahlt. Und wie vorher auch, je höher das Level des Compendiums ist, desto mehr Sachen schaltet man frei. Ich werde euch gleich jetzt hier die Sachen nochmal in-game zeigen. Ich habe das schon gekauft, da finde ich das noch ein bisschen besser erklärt. Aber ganz kurz, man kann halt wieder Herausforderungen meistern, um Coins zu bekommen, um Münzen zu bekommen. Man kann diesmal während oder vor einem Match kann man Münzen auf den Sieg setzen. Und wenn man gewinnt, bekommt man mehr Münzen zurück, wie bei mir im Chat fast schon. Bei mir ist es natürlich trotzdem besser. Und man kann die Münzen einsetzen für Items, für Sets oder für einen Treasure, also für einen Schatz, den es diesmal exklusiv für das Compendium gibt. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich euch auch noch. Genau, das ist dieser Schatz, Tribute of the Piercing Beak, den man bekommen kann. Und da sind halt Sachen drin, die zeige ich euch gleich nochmal. Man kann auch einen Tribute Upgrade Infuser bekommen. Damit kann man die Gegenstände, die man aus diesem Schatz bekommt, verbessern. Hier haben sie ein Beispiel. Die Waffe sieht standardmäßig so aus und wenn man sie verbessert mit dem Infuser, bekommt sie halt so einen schönen Effekt. Außerdem gibt es für den Tusk ein neues Artefakt. Das zeigen sie nochmal. Dann sehen die Ice Charts aus wie so ein kleiner Iglo. Ne? Zack, zack, zack. Zeigen sie es auch nochmal. Das ist ganz nett. Und man kann natürlich auch noch Compendium-Level direkt kaufen, wenn man sie nicht freispielen kann. Also wenn man halt einer der höheren Level erreichen kann, kann man 5 Level, 11 Level oder 24 Level nochmal kaufen. Also ich habe mir das 25er Compendium gekauft. Man kann auch das 1er Compendium kaufen. Man bekommt auf Level 1, bekommt man Coins, ein Coin Charm. Das heißt, man kann ja dann auch wieder unabhängig von diesem Wetten auf den Sieg, kann man auch normal wie vorhin mit den Charms einfach sagen, ich gewinne das Spiel, wie jetzt in the bag. Und dann bekommt man dafür auch was. Und dann bekommt halt ein Trophy-Level und mit zunehmendem Compendium-Level bekommt man mehr Coins, man bekommt den Coin-Treasure, den man setzen kann. Und auf Level 25 bekommt man diesen Piercing Beak, den zeige ich gleich nochmal. Das ist halt ein Schatz und da sind bestimmte Sachen drin. Man bekommt einen Kurier, man bekommt weiteren Coin-Charms, man bekommt eine höhere Coin-Rate und Teleportationseffekte. Das ist ein anderer Schatz, der Sharpened Feather, der ist noch nicht veröffentlicht. Und dann geht es nach hinten hier so weiter. Ich kann ja ganz kurz die Sachen zeigen. Das wurde netterweise im Twitch-Chat schon verlinkt. Das ist der Kurier, den man bekommen kann. Warbler und Snicked. So sehen die aus. Und dann zwei, die man sich da, die man frei, wo bekommt man die? Genau, auf Level 25 kann ich auch mal zeigen. Und in diesem Tribute of the Piercing Beak, in diesem Schatz, können diese Sets drin sein, die zeige ich mal kurz. Das ist dieses Spectre-Set, was man bekommen kann, dieses Lina-Set, dieses Ursa-Set, Tidehunter, die Waffe da, dann hier das für LeShrek und für Tusk. Und jetzt kann ich mal ins Game gehen. So, Game-Aufnahme. Und da sieht man, wie das Compendium im Game aussieht. Hier sieht man, ich habe Level 25, brauche 100 Punkte fürs nächste Level. Und dann wird hier nochmal erklärt, 16. bis 21. November in Frankfurt findet das statt. Das sind die Compendium-Challenges, das kennt man aus den anderen Compendien. Man hat immer eine Herausforderung, drei normale Herausforderungen, für die man Compendium-Münzen bekommt, Coins, und eine Sonderherausforderung, eine Heldenherausforderung, für die bekommt man Compendium Coins und Compendium Punkte. So, und da habe ich schon mal angesprochen, dass man mit dem Compendium Münzen setzen kann auf den Sieg.
Und man hat ja eine bestimmte Anzahl von Münzen. Ich habe, glaube ich, 1100 oder sowas. Und man kann 100, 500 oder 1000 Münzen setzen am Anfang des Spiels auf den Sieg. Und dann wird alle Münzen werden in einen Topf geworfen. Und dann werden 5% abgezogen, warum auch immer, für den Croupier, für die Bank, als wäre das irgendwie wichtig. Keine Ahnung, hat sich Valve so überlegt. 5% werden abgezogen von den gesammelten Münzen und dann an das Gewinnerteam. Oh, man sieht nichts. Oh, man sieht das Game gar nicht. Sorry. Gut, dass es mir jemand im Twitch-Chat geschrieben hat. Man sieht das gar nicht. So, jetzt nochmal zurück. Sorry. Da war noch das Fenster drüber. Jetzt müsste alles klappen. Gleiche Nachricht bekommen. Also nochmal ganz kurz. Hier, man sieht, so sieht das Compendium in-game aus. Frankfurt ist die Location. Hier nochmal die Compendium Challenges und was ich eben erklärt habe. Jetzt auch mit Bild. Und hier nochmal das mit den Compendium Coins. Man kann 100, 500.000 setzen. Alle Wetten werden in einen Pool geschmissen und an das Gewinnerteam ausgezahlt. So, hier kann man auch seine Münzen dann, wenn man die nicht verwetten möchte, einsetzen. Entweder für einen Coin Treasure, wo Sachen drin sein können. Das kann ich gleich nochmal zeigen, was in dem Coin Treasure ist. Oder für ein zufälliges Item oder ein zufälliges Set. So. Und mit dem Coin Treasure, das ist halt nicht dieser Sharpened Beak, den ich eben schon mal gezeigt habe. Das waren die anderen Items. Kann man hier spezielle Items bekommen. Und da gibt es drei Level sozusagen. Es gibt Bronze-Level, Silber-Level, Gold-Level. Und man kann seinen Treasure aufmachen, den man bekommt oder sich gekauft hat, und bekommt dann zufälliges Item. Aber die unteren Level sind wahrscheinlicher. Die Sache ist aber die, wenn man nachher ganz viele von den Treasures hat, kann man die kombinieren. Man kann drei von einem Level zusammenschmeißen und bekommt dann, wie beim Horatrim-Würfel bei Diablo oder so, ein besseres Item. Oder ich kann drei von den Silber-Items zusammenschmeißen und bekomme dann ein Gold-Level-Item. Wir können ja mal kurz schauen. Aber das mache ich in einem anderen, mache ich nochmal extra auf. Also funktioniert das mit dem Coin Treasure. Und das Sharpened Beak ist einfach eins, was man direkt bekommt. Zusätzlich ist wieder eine 10 Hero Challenge drin. Kann man zweimal machen. Und die 10 Hero Challenge gibt wieder Compendium-Punkte, mit denen man aufsteigt. Hier sieht man nochmal das Compendium-Level und kann sich mehr Level kaufen. Und hier sieht man nochmal, was man jeweils bekommt. Wie gesagt, das war eben der Coin Treasure, ist dieses Ding hier. Und was man bei Level 25 bekommt, Piercing Beak, war das, was ich eben gezeigt habe in der Übersicht. Man bekommt noch Achievements, wenn man sich jetzt 150 Coins gewinnt beim Wetten, wenn man 1500 oder 15.000 gewinnt, wenn man Challenges erfüllt, wenn man die 10 Hero Challenge macht und so weiter, bekommt man jeweils noch Punkte und Coins wieder zugeschrieben. Und hier sieht man das nochmal mit dem Piercing Beak, das ist der andere Schatz. Und da habe ich ja die Items und Sets schon gezeigt. Sharpened Feather ist der Schatz, der demnächst noch hinzukommt. So, das sind eigentlich alle wichtigen Sachen, die man diesmal zum Kompendium wissen sollte. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gleich klein in Twitch-Chat noch schreiben oder unter das YouTube-Video versuche ich die zu beantworten. Ich klicke nochmal alles durch. Die 10 Hero Challenge wird mal angehen. Und dann gucke ich mal, welche Sachen ich hier bekommen habe. Will ich einfach gleich mal sozusagen ein kleines Unboxing-Video machen und schauen, was in meinem Coin Treasure drin war einmal. Und was in dem, wo ist das überhaupt? Sharpened Beak da. Was ich von dem, nee, Piercing Beak und Sharpened Feather durcheinander geschmissen. Und was in meinem Tribute of the Piercing Beak drin ist.